Recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla, Folge Nummer 30, Leute. Und wir machen in Asgard weiter und sollen jetzt zum krönenden Abschluss das Tor nach Jütunheim durchschreiten. Ich bin gespannt, ob es dann hier wirklich fertig ist. Also rein von den Aufgaben, was wir lösen sollten, ist es fertig. Aber ja, ich bin gespannt, wie es auch mit dem Wolf weitergeht, ob wir da noch irgendwas erfahren drüber. Oder vielleicht kommt es auch erst später, ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, jetzt jumpen wir erstmal hier rein. Ins Wasser und dann gehen wir noch über die Brücke zum Bifrost. Nach Jütunheim. Servus Leute. Und wenn es euch gefällt, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder Abo. Da würde mich alles sehr, sehr freuen. Schauen wir auf unser Reittier. Dann geht es ein bisschen schneller. Ja, okay, geht auch nicht schneller. Genau, da geht es auch schon rüber. Vielleicht haben wir noch irgendwie mal einen Bosskampf oder so. Vielleicht kommt hier noch irgendwas, ich weiß es nicht. Hemdalsturm. Okay, Asgard. Richtig schön hier. Aber mit dem Baum, das schaut schon cool aus. Wir schauen immer noch mal auf die Karte, nicht, ob wir irgendwas vergessen haben hier. Aber hier ist nichts mehr. Asgard verlassen. Auf jeden Fall richtig gut Fertigkeitspunkte hier. Ja, sind wir in unserem Dorf wieder. Willkommen zurück. Dein Gesicht strahlt und deine Augen scheinen klar. Sag mir, was du gesehen hast. Ich war in Asgard, dem Sitz der Götter. Ich sah durch Odins Augen, wie du gesagt hast. In jeder Vision nahm ich seine Gestalt an und lebte wie er einst. In seinem Körper war ich selbst. Doch ich wurde von seinen Launen getragen. Ich las seine Gedanken wie meine eigenen. Wir waren zwei, aber existierten als einer. Und was hast du erfahren? Mehr als alles andere habe ich gefühlt. Ich habe alles gefühlt. Seine Ängste, Zweifel, seine Liebe und Leidenschaft. Unglaublich. Was noch? Ich besprach mich mit Loki, dem Trickreichen. Wir stritten oft, wie Geschwister. Doch unsere Kämpfe wurden ernster. Und als ich erfuhr, dass er ein Wolfskind gezeugt hatte, war mein Zorn grenzenlos. Weil er diese Wahrheit vor dir verborgen hatte? Ja, er wusste, dass Wölfe in Asgard nicht gestattet waren. Er widersetzte sich meinem Befehl.
Vielleicht solltest du es deswegen sehen. Es sollte dir helfen, deine innere Angst zu überwinden und Vergebung zu finden. Mag sein, aber bevor meine Vision endete, überkam mich eine Entschlossenheit. Ich erdachte einen Plan, eine Reise nach Jötunheim. Und dann erwachte ich. Interessant. Gab es noch etwas? Eine Prophezeiung. Sie warnte vor Ragnarök, der Zerstörung der Welt, dem Ende der Zeit. Und die Nornir. Sie warnten mich vor dem Fenriswolf, weil er gierig nach meinem Blut dürstet. Doch da war noch etwas. Hoffnung. Ich schritt dem kommenden Ende unerschrocken entgegen. Vielleicht spricht dieser Teil deiner Vision von Mut. Du wurdest wirklich von den Göttern berührt. Was noch? Mehr können wir nicht sagen. Sonst gab es nichts, das wichtig gewesen wäre. Der Traum ist verblasst. Eivor, deine Visionen sind anders als alle, die ich kenne. Geh jetzt. Ich muss über das, was du gesagt hast, nachdenken. Quest abgeschlossen in die Welt der Träume. Tiefer hinein. Sammle Pflanzen für Valkas nächsten Trank. Es wächst in der Höhle in Korn nördlich des nördlichen Dorfrasklippen. Ach du Scheiße, ist hier unten 130, da könnten wir sogar hin. Das machen wir jetzt aber nicht. Würde ich sagen, machen wir mit der Hauptquest weiter. Schau mal zu Redner. Gib es zu, Alvis. Ich bin der überlegene Wortschmied. Einer Lüge zustimmen? Er wird ein Kreis zum Quadrat. Grüße, Eivor. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um, du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Lunden könnten wir hier machen, weil da wollten wir eh hin. Auswählbar. Auswählbar. Oder machen wir gleich hier weiter? Erzähl mir mehr über Legre, Kestashir. Ich möchte mich bald Sigurd anschließen. Er reiste in eine Stadt namens Cheopedun, um Oba und Ivar Ragnarsson zu treffen. Wie ich hörte, stehen sie kurz davor, den König Mercias zu verbannen, in der Hoffnung, dafür ihren eigenen einzusetzen. Ein kühnes Vorhaben. Ich sollte dort sein und ihnen helfen, so gut ich kann. Ich glaube, das wäre gut. Ich werde mich Legre Kestir angeloben. Neue Verbündete. Ich werde sie nicht warten lassen. Die Söhne Ragnars. Ich werde Sigurd und die Söhne Ragnars benachrichtigen und deine Hilfe zusichern. An deiner Stelle würde ich mit dem Schiff fahren. Cheopedun ist recht weit im Norden, am Trent. Okay, schauen wir mal. Hier oben. Ja. Das heißt weit. Mein Papa war schon fleißig. Wir machen einfach eine Schnellreise hin, würde ich sagen. Wir haben schon alles aufgedeckt auf der Karte. Cheopedun. Sigurd wird mit den Ragnarssons hier sein.
Finde Sigurd und sprich mit ihm. Schätze mal, der wird hier unten drinnen sein. Hier vor Ivar Ragnarsson. Bist du Sigurd Strenger? Avagor? Eivor. Wenn du weitermachst, wird der Boden dreckig. Ist es schon dreckig. Ein bisschen Farbe schadet nicht. Wer sind die? Alles Späher. Haben sich wie Bauern gekleidet. Mutig, sehr mutig. Diese kleine Gestalt. Es gab eine Zeit, da traf man sich auf dem Schlachtfeld und niemand träumte auch nur davon, Speer zu schicken. Und nun schüttelt man Hände, schließt Bünde. Nicht mein Ding. Sag bloß. Ich mag sie schreiend und wimmernd und stinkend vor Pisse. Hey! Guter Junge. Du bist frei, Sachsenschwein. Wüte wieder durch die mercischen Felder. Ich hatte es ihm leichter gemacht. Folge mir. Ich führe dich herum. Wie nennt man diesen Ort? Bisschen verrückt, der Typ. Ich nenne es Drecksloch. Aber für Mercer ist es Rheopedon. Ihre verehrten Könige liegen unter dieser Kirche begraben. Was haben sie geweint, als wir sie von hier vertrieben haben? Du hast ein Messer tief in das Herz dieses Königreiches gestoßen. Und ob? Eine ganze Reihe sächsischer Edelleute wartet mit geschürzten Lippen nur darauf, unseren Hintern zu küssen. Nur König Burgred und sein Kriegsherrn Leofried sträuben sich noch. Mein Bruder wird sich der beiden annehmen. Ich nehme an, bei ihnen werden wir meinen Bruder finden. Ja, Ober und Sigurd sind geschwätzig wie immer. Holst dir schon mal den Schmalz aus den Ohren. Verkauf mich nicht für dumm, Ober. Ich weiß das Burgred. Ich gehe nirgendwo hin, du Aas. Der König ist in Aufruhr versetzt. Dank mir und meinen Männern. Wofür du bezahlt wurdest. Aber der Preis ändert sich nicht, nur weil du unser Hacksilber schimmern gesehen hast. Du vergisst, dass ich eine Mietklinge bin. Ich verlange, was ich will und nehme, was mir zusteht. Wäre ich an deinem Scheiß interessiert, würde deine Zunge längst in deinem Arsch stecken. Und jetzt verschwinde. Das Feilschen um Silber ziemt sich nicht für den Sohn von Ragnar Lodbrok. Aber keine Sorge, Ober. Ich habe die Krieger, die du brauchst. Wenn die so aussehen, mache ich mir keine Sorgen mehr. Eivor, das Wolfsmal. Du kommst genau zur rechten Zeit. Ober und Ivar stellen einem König nach. Und wenn wir ihn erwischt haben, wird ein anderer gekrönt. Unser lieber Tan Cheolwulf. Um diese Aufgabe habe ich nicht gebeten, aber Mercia braucht genau das. Einen Mann, der gerecht über Sachsen und Dänen herrscht. Bist du zum Herrscher über ein Königreich geeignet? Wikingerherrschaft durch einen Sachsenkönig. Klingt, als würdest du nur dem Namen nach ein König sein. Eine Puppe. Ich leiste meinen Beitrag. Ich hoffe, du wirst deinen leisten, wenn es soweit ist. Wir werden alle Hilfe benötigen bei dem, was uns bevorsteht. Der König hat unsere Friedensangebote abgelehnt. Cheolwulf will das ändern.
Er wird ein neuer König für ein neues Englerland. Im Moment hat sich Burgred in der Feste von Tamerbjord verschanzt. Sein letzter Zufluchtsort. Noch so ein Drecksloch, nur weiter südlich. Wir haben sie wochenlang belagert, ohne Erfolg. Wir haben genug angeklopft. Jetzt werden wir das Tor zerschmettern. Wenn wir Tamerbjord einnehmen, Burgred absetzen und Ceolwulf zum König krönen, gehört uns morgen der Skier und bald ganz Mercia. Ja, absetzen. Ich kann nicht genug betonen, dass Burgred nichts zustoßen darf. Meine Glaubwürdigkeit als König hängt davon ab. Ah, wo bleibt da der Spaß am Krieg, Sachse? Nicht jeder Sieg muss durch den Tod eines Königs besiegelt werden. Aber das macht es so viel besser. Seine Bitte ist angemessen, Ivar, und wir werden sie ehren. Guter Plan. Fangen wir an. Das ist ein guter Plan, Bruder. Ich bin bereit für den Kampf. Ja, aber vergiss nicht. Was immer du gewinnst, gewinnen auch wir. Ein Bündnis zwischen meinem Clan und der mercischen Krone. Sobald dieser Mann auf den Thron sitzt, sollst du haben, was du verlangst. Die kühnen Söhne Ragnars lassen ihr Kampfgebrüll zum Klirren der Speere und Schilde erklingen. Lass die Pfeile regnen. Die Schlacht beginnt. Ah, da ist aber jemand in der Dichtkunst bewandert. Ich muss pissen. Wir haben ein Lager gleich nördlich von Tamerbjord. Wirst du mit uns kommen? Geh ruhig vor. Blick noch einmal auf Cheopidun, wenn du willst. Wir warten so lange am Anleger auf dich. Brauche nicht, wir können sofort anfangen. Schön, dass du und dein Bruder hier seid. Und sei es nur, um alle etwas zu beruhigen. Sei unbesorgt, Ceolwulf. Wir wollen alle etwas. Und an dich wird man sich noch sehr lange erinnern. Nur aus den falschen Gründen, fürchte ich. Das Gebiet haben wir gut gesäubert. Die Sage der Königsmacher. Ein lebendiger Ort. Hier gibt es einiges zu sehen. Sprich mit Uba. Gehen wir mal zum Anlegerort. Segelt nach Südosten! Bringt die Männer zu den Toren von Tamerbjord! Eivor, ist deine Axt geschärft? Ich bin bereit für das Kampfgebrüll. Und die klirrenden Speere und Schilde, ja! Ich bin froh, dass du mit uns kommst. Es ist eine Ehre, an der Seite von Legenden zu kämpfen. Ich hörte Geschichten über eure Eroberungen. Heute erlebe ich sie. Diese Geschichte weben wir gemeinsam. Faden für Faden. Komm, Junge. Auf dem Amboss des Krieges schmieden wir aus deiner Sanftheit einen Mann. Man muss nicht unbedingt kämpfen um einen... Los! Los! Ruhig, Ivar. Noch gibt es keinen Kampf. Ja, in diesem Jungen ist wirklich kein Kampfesmut zu finden. Ein Junge, der zufällig Ceolwulfs Sohn ist. Warum ist er nicht in seiner Unterkunft? Unser zukünftiger König braucht einen kampferprobten Erben. Zeit, dass er sich beweist, findest du nicht? Ceolwulf sorgt sich bereits um seine Nachfolge. Schlechter Einfall. Einen kleinen Jungen, der nach Angstschweiß riecht, einem Rudel Wölfe vorzuwerfen, ist keine gute Übung. Sicher, dass Ceolwulf das will? Nun, man hätte es so oder so verstehen können. Ivar! Er kommt mit. Und sollte unserem Sprössling etwas zustoßen, werde ich die Konsequenzen tragen, die mir unser zukünftiger König auferlegt. Er wird dich dafür enthaupten wollen. Ja, hast du gehört, Junge? Wenn du stirbst, muss ich deinen Vater umbringen. Steig auf, Eivor. Es ist ein langer Ritt bis nach Tamerbjord. Okay, dann muss ich sagen, go, go, go. Er
findet immer neue Arten der Unterhaltung. Das werde ich mir merken. Und halt die Augen auf. Riechst du das, Cheolbert? Der Gestank des Neids. Sicher wegen unserer innigen Freundschaft. Warum ist Cheolwulfs Sohn überhaupt in Cheopedun? Cheolwulf will so seine Loyalität unter Beweis stellen. Kommen die oder? Hätten wir bestimmt eine Schnellreise machen können, oder? Ist ja ewig weit weg. Machen wir gleich mal so. Dann sind wir gleich da. Sehen, was du siehst. Wir müssen praktisch darüber, oder was? Okay. Dann gehen wir einmal hier rum. Wahrscheinlich bin ich eh schon total überlevelt hier für die Quest. Seht sie euch an, diese heidnischen Ratten. Unbändige Bestien, die sich über heiliges Land ergießen. Sieh dich vor, Herr. Diese Ratten sind in der Überzahl. Das weiß ich, du Narr. Und was sollen wir jetzt tun? Ich rate, Ihre Forderung in Betracht zu ziehen, Herr. Einen Kampf überleben wir nicht. Bist du das, Leofred? Du erholst dich schnell. Ich frage mich, ob unter all der Rüstung ein Mann oder ein Gott steckt. Beides. Ein Mann Gottes steht vor dir, Ivar. Stolz und bestimmt. Das ist Bogrets Kriegstarn. Hat ein Dutzend unserer Männer am Trent überfallen und getötet. Erst Ivars Axt hat ihn aufhalten können. Eine leicht untertriebene Beschreibung meines 30-Ellenwurfs. Genug geplaudert, Heiden! Sagt, was ihr wollt! Wir wollen deine Krone, Herr! Mit deinem Kopf oder ohne? Ich weiß deinen Ehrgeiz zu schätzen, Heide. Doch auf Mercias heiligem Thron hat noch nie ein Däne gesessen. Und das wird sich auch nicht ändern! Wie wäre es mit jemandem aus Nordwege? Wir sind nicht so sanft, aber dafür bessere Dichter. Nordweger, Dänen. Für mich seid ihr alle Hunde. Allesamt gottlose Hunde. Mein König, dürfte ich dazu raten, etwas mehr Maß zu halten? Mir reicht das ganze Palaver. Ihr seid in unsere Lande eingefallen, habt unsere Bauten geschändet. Wir gaben euch Silber, haben eure Leute genährt. Und trotz alledem greift ihr dieses Königreich, mein Königreich, weiter an. Damit ist jetzt Schluss. Wir verteidigen, was uns gehört, bis aufs Letzte.
Wenn du meine Krone willst, Ober Ragnarsson, musst du sie meiner Leiche aus den Händen reißen. Die Mauern bemannen! Zurück zum Lager! Trommelt alle zusammen! Tamevjord wird heute Abend uns gehören! Sprich Eivor, mit dem Hauptmann. Sag dem Hauptmann, dass wir bereit sind zum Angriff. Ivar und ich versammeln die Männer. Kannst du mit einem Rambock umgehen? Ich weiß, wofür sie gut sind. Ich will, dass du unseren anführst. Du bist stark und beweglich. Ich werde da sein. Ich ebenso. Ragnarsson Kriegslager. Lust auf eine Runde Erle? Ah, das ist ja der Sohn von. Wer bist du? Oder? Nee, doch nicht. Ich gehöre zu den Ragnarssons. Wird Zeit, den Rambock einzusetzen. Burgrid wollte einen Kampf. Jetzt kriegt er einen. Bist du bereit für den Angriff? Es kann losgehen. Zeit, ein Königreich zu erobern. Was wollen wir eigentlich mit ihm anstellen? Theobard, stimmt etwas nicht? Ich kenne diese Männer, Eivor. Ich habe eine Tafel mit ihnen geteilt. Vor 2 Wochen noch hat Leofried mich im Schwertkampf unterrichtet. Wir sind Freunde. Freundschaften enden. Nicht selten an der Spitze einer Klinge. So kalt kann ich nicht sein. Schon gar nicht mit Leofried. Er folgt nur Befehlen. Wenn der Angriff losgeht, suchst du dir ein leeres Zelt und bleibst da. Halte mich nicht für einen Feigling. Ich fürchte den Krieg nicht. Ich will nur meine Freunde nicht töten. Es geht nicht anders. Kämpfen oder verstecken. Deine Entscheidung. Stört das Tor! Schlachtet die Soldaten ab! Aber der König fassen wir! Gleich fließt Blut! Tore! Jetzt komm! Wir schaffen das! Naja, was ist jetzt? Thank you.
Mein Gott, da. Siege Burkitt stärkster Krieger. Okay, dann schauen wir mal. Angriff abgeschlossen, okay. Betritt die Feste von König Burkret. Es ist vorbei, Burkret. Leg die Waffen nieder und ergib dich. Der ist gar nicht mehr da. Nimm drei Männer. Seht hinten nach. Seht euch um. Schaut, was zu finden ist. Ich schicke nach Ceolwulf. Sein Thron wartet auf ihn. Eine hübsche Rauferei war das, was? Suche in der Feste Hinweise. Bei alledem. Wo war der Sohn unseres Königs? Ceolwulf war dabei. Vielleicht hast du ihn verpasst. Deine Lügen entsprechen deinem Wesen, Eivor. Groß und kühn. Königliches Abkommen an den allmächtigen König. Wir haben eine Abmachung. Jedenfalls, falls es immer noch dein Arsch ist, der den Thron von Mers erwärmt, wenn diese Nachricht ankommt. Was ich weiß, ist folgendes. Die Ragnarossen sind mit jemandem von Leuten im Gespräch. Sein Name ist Ceolwulf. Zusammen schmieden sie einen Plan, dich zu stürzen und in einer der anderen zu ersetzen. Ein Nordmann namens Sigurd ist eingetroffen und hat sich mit den Brüdern verbündet. Der Angriff wird bald erfolgen. Halte deine Männer bereit. Was deine Geheimverstecke angeht, sind sie vorerst sicher. Doch damit das auch so bleibt, musst du bezahlen. Ich erwarte deine Antwort, doch bitte schicke mir diesmal einen hübscheren Gesandten. Okay. Ein Verzeichnis von Zahlungen. Wie ein Haushaltsbuch. Hier ist ein Emblem. Womöglich von einem Clan. Die Brüder sollten das sehen. Erstmal das mitnehmen, was hier noch rumliegt. Eva, ich habe einen Brief gefunden. Dieses Symbol hier. Hatten deine Leute Glück? Nein. Du? Hier, kennst du dieses Zeichen? Tonas Siegel. Anscheinend hat sie auch mit Bogret eine Abmachung. Diese Hündin. Sie war die Söldnerin, die in Cheopedun so herumkrakeelt hat, oder? Sie scheint auf beiden Seiten zu stehen. Möglicherweise hat sie ihm alles gesagt. Geheimnisse. Über mich. Über Cheopedun. Über unseren Plan.
Was soll das ganze Getue? Schnitz dir eine neue Krone und setze dir auf die Rübe. Das Problem ist gelöst, du bist der neue König. So läuft das aber nicht. Nicht in Mercia. Wir haben Tamefjord. Borgred ist auf der Flucht. Du bist eigentlich schon König. Das macht keinen Unterschied. Solange Borgred frei ist, werden sie ihn König nennen. Er muss seine Krone an mich abtreten. Tona ist unsere einzige Spur. Wir müssen herausfinden, was sie weiß. Lieber renne ich mit dem Gesicht voran in eine Axt, als sie zu treffen. Danach würde sie besser von dir denken. Wir haben denselben Vater, Eivor, aber seine Mutter war eine Sau. Wir treffen uns bei Tonas Lager, sobald du hier fertig bist. Und bring Geduld mit. Und deine Axt! Eivor, auf ein Wort, bitte. Geh, ich komm nach. Ich gehe zu den Brüdern, Eivor. Such uns bei Tona auf. Okay. Mein Sohn erzählte mir, was passiert ist. Dass Eva ihn zum Kämpfen drängen wollte und du es verhindert hast. Du würdest um ihn trauern, hätte ich es nicht getan. Er ist kein Kämpfer. Nein, aber er sollte es sein. Durch Übung oder Prüfung. Das wird er, wenn die Zeit reif ist. Aber halte ihn von Eva fern. Er ist alles andere als ein guter Lehrmeister. Die Söhne Ragnars abgeschlossen. Neue Quest, Falscherei. Mal schauen auf die Weltkarte. Ist da drüben. Na komm, wir machen eine Schnellreise hierher. Und dann reiten wir mal da hoch. Nach hinten los. Behalte einfach einen kühlen Kopf. Ruhig. Sigurd, stimmt etwas nicht? Wir werden mit Tona reden. Nur wir beide. Eva und Ubba warten hier. Tona soll denken, dass wir allein sind. Ich glaube, niemand von uns kann verhindern, dass Eva ihr den Schädel spaltet. Er hat auf dem Weg über nichts anderes gesprochen. Gut. Sollen wir? Wir kommen gleich zurück. Ein kleines Vermögen für den, der Tona zu Hehl schickt. Ich erinnere dich daran. In Cheopedun klang es, als hätten die Brüder eine Abmachung mit Tona. Was ist geschehen? Sie ist eine Söldnerin. Ubba brauchte ihre Männer und ihr Wissen. Aber ihr Verhältnis ist nicht mehr das Beste, weil sie Burgrad nicht besiegt haben. Ich habe gehört, Tona dürstet es nach zwei Dingen. Weiches Silber und hartes Bettgeflüster. Beides deutet nicht auf Treuseligkeit hin. Wenn man ihr nicht trauen kann, was bringt sie uns? Das müssen wir herausfinden. Vielleicht können wir sie zufriedenstellen. Und wenn wir das nicht schaffen? Eva sagte, du sollst deine Axt mitnehmen. Da sind sie ja. Wie erwartet. Wenn sie an dir gefallen findet. Sigurd, warum kommst du an diesem lebhaften Tag in mein Lager geschlendert? Ich vermute, das weißt du bereits. Ja. Der Gestank glühender Kohlen verrät dich. Und doch bist du hier, um zu reden. Also ist Burgred wohl unauffindbar. Und wer bist du, mein Täubchen? Willst du deinen Arsch in meinen Schoß setzen? Kein Interesse. Und warum nicht? Man sagt mir eine äußerst begabte Zunge nach. Die du anscheinend nur zum Krakehlen benutzt.
Was, ekelhaft. Genug Geschwätz. Du weißt, warum wir hier sind. Wo König Burgred ist, das wollt ihr doch wissen. Und warum denkt ihr, ich hätte die leiseste Ahnung davon? Wir haben Briefe gefunden. Aufzeichnungen eines Handels. Ihr beide habt eine Vergangenheit. Was soll ich sagen? Der König zahlt gut für meine Dienste. Wenn ich nur dasselbe über diese Ragnarsson-Dummköpfe sagen könnte. Du redest aber gerade mit mir. Und ich will wissen, was du weißt. Nenn mir deinen Preis. Also gut. Ich könnte eine neue Kuh gebrauchen. Du könntest sie bezahlen. Wenn Scheolwulf auf dem Thron sitzt, wird es ihn kaum freuen, dass du ihm im Weg standest. Dass du an ihm zweifeltest. Gib dich mit der Hälfte zufrieden und Scheolwulfs erster königlicher Befehl wird nicht deine Enthauptung sein. Starke Ansage. Spuck's aus. Burgred bezahlte mich, um die Ragnarssons von zwei Orten fernzuhalten. Legrakester und Tempelburg. Eine große Menge Silber. An eurer Stelle würde ich da mal nachsehen. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht. Dann sind die zwei Verstecke. Legrakester und Tempelburg. Sagen dir diese Orte etwas? Mir nicht, aber den Brüdern sicher. Ich werde es ihnen erzählen. Bleib nicht zu lange hier. Wir müssen uns einen König fangen. Okay, Leute, damit würde ich sagen, machen wir noch in der nächsten Folge weiter. Dann schauen wir mal, ob wir den König dann schon kriegen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen, Leute. Gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.